Wenn wir Dinge verändern, wie haben wir da zentral auch die Folgen für die Menschenrechte im Blick? Was für uns jetzt ein zentraler Aspekt ist, ist neben einzelnen Forderungen und Empfehlungen an die neue Bundesregierung, den Blick nochmal insgesamt darauf zu weiten, was kann denn der Kompass, was ist der Orientierungsrahmen für Politik? Wir reden bei Menschenrechten als Teil des Grundgesetzes. Bisher ging es im Bundestagswahlkampf eher um so Petitessen wie ein ungeschicktes Lachen hier oder einen geschönten Lebenslauf dort. Dabei gibt es ja auf der ganzen Welt große Themen, die auch im deutschen Bundestagswahlkampf eine Rolle spielen und vielleicht auch eine größere Rolle spielen sollten. Die Bilder aus Afghanistan beschäftigen uns alle. Jemand, der dafür sorgt, dass richtig ein Platz angewiesen wird, diesen Themen im deutschen Bundestagswahlkampf, ist Markus Beko. Er ist der Generalsekretär von Amnesty International Deutschland und wird uns heute erzählen, wie er das zustande bringen will, dass die Themen mehr und einen breiteren Raum in der Diskussion im deutschen Bundestagswahlkampf einnehmen. Herzlich willkommen im Wahlcamp, Markus. Hallo. Der Bundestagswahlkampf tost. Es wird viel auch über Personalgeschichten gesprochen. Kommen insgesamt die Menschenrechte nach deiner Auffassung zu kurz bei dem Ganzen? Also Wahlkampf heißt ja, es wird ein neuer Bundestag gewählt und im Zweifel kommt danach eine neue oder die alte Bundesregierung wieder zusammen und führt die Regierungsgeschäfte. Und da spielen natürlich Menschenrechte eine übergeordnete Rolle, weil sie sind Teil des Regierungsauftrags per Verfassung. Aber das zeigt natürlich auch, das fängt vor dem Wahlkampf an, denn es geht ja schon darum, wie Parteien während der vorhergehenden Legislaturperiode, aber dann insbesondere in ihren Wahlprogrammen auch ausreichend den Fokus auf die Einhaltung der Menschenrechte legen, ausreichend in über alle Themenbereiche, die so ein Wahlprogramm auch hat, überhaupt eine menschenrechtliche Linse berücksichtigen. Und insofern beschäftigt es uns als Organisation, wie viele andere Organisationen ja schon weit vor dem Wahlkampf, im Austausch mit Parteien, mit Programmkommissionen und anderen, inhaltliche Diskussionen zu führen, Briefings einzubringen. Und das ist ein wesentlicher Teil neben dem Wahlkampf, aber dann vor allen Dingen auch die Phase dann nach der Wahl, wenn es dann wirklich um Gestaltung von Politik geht. Ein paar Instrumente hast du ja schon gestriffen mit Briefings, auch einen Forderungskatalog habt ihr veröffentlicht. Was sind denn so, wenn man das versucht, nochmal ein bisschen die Palette auszubreiten, Mittel, wie eine NGO wie Amnesty eingreifen kann in den Wahlkampf? Ja, und für uns geht es nicht darum, in den Wahlkampf einzugreifen. Wir arbeiten unabhängig, wir arbeiten überparteilich. Insofern geht es eher darum, in der Phase des Wahlkampfs dazu beizutragen, dass die WählerInnen, die sich ein Bild von Parteien machen, wenn sie das auch in Bezug auf den Schutz und die Einhaltung der Menschenrechte machen wollen, dass sie hierfür Informationen haben. Und so wie man bei der Bundeszentrale für politische Bildung den Wahlometer machen kann, so haben wir jetzt nicht ein automatisiertes Tool. Aber es geht vor allen Dingen darum, wichtige menschenrechtliche Fragestellungen bereits im Vorfeld der Wahl zu thematisieren. Hier auch die Verantwortung einer Bundesregierung aufzuzeigen. Und damit auch Menschen die Möglichkeit zu geben, beispielsweise, und das tun wir in unserer Arbeit mit Amnesty-Mitgliedern, mit Amnesty-Gruppen und Bezirken, auch anhand beispielsweise des Forderungskatalogs, dass Menschen, aber auch Amnesty-Mitglieder mit BundestagskandidatInnen ins Gespräch kommen können, sich ein Bild zu verschiedenen menschenrechtlichen Fragestellungen machen können. Und darum geht es eigentlich neben der direkten Auseinandersetzung mit Parteien, ihren Programmen und dann später auch den Fraktionen im Bundestag. Ja, präzise Fragen sind eine Zier. Ich wollte tatsächlich auch nicht auf Wahlkampf eingreifen im Sinne Fragen, dass ihr den Ausgang beeinflusst, sondern tatsächlich das Agenda-Setting. Also danke, dass du das in die richtige Richtung weitergetrieben hast. Ich habe den Forderungskatalog, den ihr aufgestellt habt, mir angeschaut. Mir ist aufgefallen, ihr seid in sehr, sehr vielen Themen unterwegs. Sind das nicht in der kurzen Aufmerksamkeit, die wir jetzt in der heutigen Zeit haben, vielleicht ein bisschen zu viele? Ja, wenn es nur darum ginge, medial während der Zeit des Wahlkampfs bestimmte Themen zu setzen. Aber das ist nicht der Sinn des Papiers, so wie das nicht der Sinn von Politik sein kann.
Und insofern, deshalb habe ich es eben nochmal gesagt, der Fokus liegt weniger allein nur auf dieser Wahlkampfphase, sondern liegt darauf an der politischen Willensbildung in den Parteien, aber dann auch während der Wahl daran teilzunehmen und daran zu erinnern, dass Menschenrechte grundlegender Teil von Politik sind. Das ist erstmal einer der wichtigsten Aspekte. Und ich meine, grundsätzlich ist immer Best Practice zu sagen, okay, worum geht es bei dieser Wahl? Was sind konkrete Forderungen, die beispielsweise aus Sicht der Menschenrechte wichtig sind? Beispielsweise, wir haben Themen wie Rüstungsexportkontrolle in der Vergangenheit, in vielen Jahren war ein wichtiges Thema. Wie sieht das Thema Überwachung von Geheimdiensten, Geheimdienstkontrolle und ähnliche Themen? Das sind bei vergangenen Wahlen oftmals Themen gewesen, wo man sagt, menschenrechtlich haben die eine besondere Relevanz. Ich glaube, was wir jetzt sehen nach 16 Jahren Bundeskanzlerin Merkel, ist offensichtlich nicht nur eine personelle Zäsur, sondern ist doch auch ein Moment, in dem viele Menschen in Deutschland mit dieser Bundestagswahl auch viele Erwartungen verknüpfen. Und Erwartungen damit, wie eine neue Bundesregierung mit Herausforderungen umgeht, mit der Klimakrise, mit der Digitalisierung, mit einem globalen Geschehen, in dem Akteure wie China, Russland, aber auch die Türkei oder Belarus die internationale Ordnung in Frage stellen, das humanitäre Völkerrecht verletzen, wo insgesamt die Lage unübersichtlicher wird in der Pandemie. Wie agieren wir global und was ist auch Deutschlands Rolle in der Welt und wie nimmt die Bundesregierung die wahr? Und das ist eine Vielzahl von Themen und deshalb war für uns wichtig, dass wir auch wirklich einen breiteren Überblick geben und den findet man, wenn man auf www.amnesty.de bei uns reinschaut. Und man wird nochmal daran erinnert, dass Menschenrechte über alle Lebensbereiche gehen und für alle Lebensbereiche wichtig sind. Aber es ist, glaube ich, auch ein Programm, was uns alle nochmal erinnert, wie vielfältig die Aufgaben für die neue Bundesregierung sein werden. Denn es geht nach innen darum, das gesellschaftliche Miteinander zu sichern und auch gerade vielen Leuten Sorge zu nehmen, die auch nach der Pandemie insbesondere eher verunsichert sind, die auch vielleicht Erwartungen haben, dass jetzt Veränderungen passieren im Rahmen der Klimakrise oder anderen Dingen, aber gleichzeitig auch Sorgen haben damit. Und deshalb, was für uns jetzt ein zentraler Aspekt ist, ist neben einzelnen Forderungen und Empfehlungen an die neue Bundesregierung den Blick nochmal insgesamt darauf zu weiten, was kann denn der Kompass, was ist der Orientierungsrahmen für Politik? Das Grundgesetz, Artikel 1, Absatz 2, sagt nochmal, das deutsche Volk bekennt sich zu Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gesellschaft, frei nach. So, und das heißt, das ist ja nicht nur, dass wir im Grundgesetz Menschenrechte als solche etabliert haben, sondern auch nochmal ein klares Bekenntnis als Auftrag haben. Und was passiert jetzt, wenn wir eine Bundestagswahl haben, wo wir ja aller Voraussicht nach der Demoskopen Koalitionsverhandlungen mit vermutlich mehr als zwei Parteien führen werden. Und dann auch eine Bundesregierung, die sich aus mehr Parteien zusammensetzt. Da gilt es ja gerade, sehr unterschiedliche Parteiprogramme und sehr unterschiedliche Interessen im ständigen Regieren abzugleichen. Und deshalb kommt aus unserer Sicht bei dieser Wahl übergeordneten Fragestellungen nochmal wert zu. Was ist dann, was kann Regierungshandeln leiten? Und deshalb ist beispielsweise eine übergreifende Menschenrechtsstrategie hier wichtig. Die Grünen haben vor einiger Zeit über die Klimanotbremse gesprochen. Sie finden bei uns auch vorher, nicht sozusagen im Nachgang zur Klimanotbremse, vorher auch die Menschenrechtsbremse. Weil wenn da drei Parteien zusammenkommen und über Außenpolitik, über Wirtschaftspolitik sprechen, dann brauchen wir einen Rahmen, an dem sich Politik, aber auch Bürgerinnen orientieren können und sagen können, okay, bei sehr unterschiedlichen Interessenslagen müssen wir doch einen Kompass haben auf dem Boden unserer Verfassung, der uns ermöglicht zu sagen, okay, in welche Richtung gehen wir hier. Und das muss institutionalisiert sein. Und deshalb braucht es auch eine institutionelle Stärkung innerhalb der Bundesregierung aus unserer Sicht in der nächsten Legislaturperiode, wie auf Menschenrechte geschaut wird, eine Folgenabschätzung und deshalb auch eine Menschenrechtsnotbremse. Jetzt gleich mal gucken, wie viele Fragen ich streichen muss. Hat sehr viel beantwortet gerade. Aber du hast angesprochen, was jetzt auch eine Zäsur
Es ist eine Zäsur, es geht eine Epoche zu Ende. Wie bewertest du denn die Bilanz jetzt der vergangenen Großen Koalition, die abtritt? Eher positiv oder eher negativ? Schaut man in die Welt, zeigt sich erstmal, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren mit der EU-Ratspräsidentschaft, aber auch mit dem Sitz im Sicherheitsrat schon versucht hat, wichtige Impulse zu setzen. Die Herausforderungen der Zukunft, ob Klimakrise, ob Globalisierung oder gerade die Pandemie hat es nochmal gezeigt, die sind nur mit internationaler Zusammenarbeit zu lösen. Und ich glaube, die Covid-19-Pandemie hat nochmal sehr deutlich gemacht, dass internationale Zusammenarbeit, dass die internationalen Institutionen nicht aufgestellt sind, um mit sowas umzugehen. Und wir sehen es auch bei der Klimakrise. Und insofern war es ein wichtiger Aspekt der deutschen Außenpolitik in den internationalen Foren, ob in New York bei der UNO oder in Genf oder im Europarat, die internationalen Institutionen zu stärken und nochmal daran zu erinnern, und ich meine, das ist auch ein großes Manko, es wird so oft über Werte und Interessen geleitete Außenpolitik gesprochen. Wichtig war, dass die Bundesregierung zumindest in dieser Phase auch immer wieder betont hat, dass es um die regelbasierte internationale Ordnung geht. Das war ein wichtiger Impuls. Gleichzeitig wissen wir, dass die praktische Realität dem noch hinterherhinkt. Die deutsche Außenpolitik hat nicht die Kohärenz, die es dann in Bezug auf Menschenrechte, auf internationale Ordnung und so braucht. Aber das war ein wichtiger erster Schritt. Und ich glaube, das wird von vielen Staaten gesehen und das gilt es fortzuführen, das gilt es zu intensivieren. Aber wenn man das glaubhaft machen möchte, bedeutet das auch, dass auch bilaterale Beziehungen, dass ganz praktische Politik sich daran orientieren muss. Dass man da nicht wegschaut, wenn man mit der Türkei Gespräche führt, weil es einen EU-Türkei-Deal gibt oder weil jetzt in der Eskalation nochmal in Afghanistan man nochmal von der Türkei gerade möchte, dass sie Schutzsuchende aus Afghanistan aufnehmen. Es funktioniert nur, wenn man auch gegenüber einem globalen Akteur wie China einen Weg findet, China, die ja ganz, ganz, ganz strategisch die internationalen Institutionen versuchen zu schwächen, sei es im Sicherheitsrat oder auf anderer Ebene, die auch die Idee der Menschenrechte international versuchen zu relativieren. Und dem muss man genauso entschlossen entgegengehen. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren mehr und mehr verstanden worden, von allen parteiübergreifend. Aber es wird eine Aufgabe für die neue Bundesregierung sein, das in reale Politik zu gießen. Und das wird nur gelingen, wenn man sich Partner sucht. Bevor wir zu dem Thema zurückkommen, hatte ich eine Sache vorher noch mir aufgeschrieben zum Thema Handwerk einer NGO. Du hast ja gerade gesagt, ihr versucht wirklich in den praktischen Bereich reinzukommen und um euch nicht diese Aufmerksamkeitsökonomie auszuliefern oder nur auszuliefern auf dem Gebiet. Trotzdem gibt es ja andere Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future, die sehr, sehr wirkungsmächtig sind und eben nicht klassisch mit Teams in Fußgängerzonen unterwegs sind, um Menschen zu informieren, sondern tatsächlich eine Bewegung lostreten. Was kann so eine altehrwürdige Institution wie Amnesty lernen von solchen jungen Bewegungen oder will sie das überhaupt? Also wir sehen weltweit ja viele lebendige Bewegungen, sei es Fridays for Future, sei es Black Lives Matter, die MeToo-Bewegung. Und Amnesty versteht sich erstmal auch als Partner solcher Bewegungen. Diese Bewegungen sprechen in der Regel Missstände an, machen die Achtung von Menschenrechten geltend. Auch die Klimakrise ist eine drohende Gefahr für die Menschenrechte. Und insofern gilt es weniger da abzukopieren oder so, sondern es geht darum, im Prinzip sich gut zu ergänzen. Und Amnesty, für uns ist die Herausforderung, dass wir im Tagtäglichen gerade auch auf die Menschenrechtsverletzungen und die Gegenden der Welt hinweisen, die sonst in Vergessenheit geraten, die nicht im Zentrum dieser Aufmerksamkeitsspirale stehen. Aber gleichzeitig auch, die Aufmerksamkeitsspirale ist nicht der zentrale Punkt, um auch Veränderung oder nur einer der Punkte, um Veränderungen herbeizuführen. Sondern es geht gerade auch darum, in der stetigen, kontinuierlichen Arbeit über Jahrzehnte dafür zu sorgen, dass sei es die Datenschutzgrundverordnung, sei es jetzt im Moment wird auf europäischer Ebene der Digital Service Act und der Digital Market Act verhandelt, wo es darum geht, können wir alle als Bürger noch in der digitalen, modernen Welt teilhaben, ohne zustimmen zu müssen, dass Google, Facebook und andere uns profilen und überwachen können und ähnliche Dinge. Und dazu gehört dann eine Vielzahl von Maßnahmen.
gegenüber der Politik. Da geht es erstmal darum, für uns auch menschenrechtliche Informationen und Dokumentationen einzuführen, durch Amnesty-Berichte, durch das Möglichmachen von Amnesty-Researchern, die sowohl Behörden, aber auch Teile der Regierung oder das Parlament informieren, die auch in den Ausschüssen als Experten gehört werden. Und auch hier wieder, auch dass Amnesty es möglich macht, dass beispielsweise MenschenrechtsverteidigerInnen oder Vertreter von Zivilgesellschaft aus anderen Ländern Zugänge hier haben. Auch das ist eine wichtige Aufgabe für uns, Zugänge zu schaffen für solche Stimmen, damit sie dann auch gehört werden im parlamentarischen Betrieb, aber auch in anderen Formen. Und das wird dann ergänzt nochmal durch Ehrenamtliche, die auf kommunaler Ebene gegenüber Kandidaten etc. tätig sein können. Aber auch das in der Verstetigung, und wir haben ja ein föderales System, da geht es ja auch gerade darum, bei Landesgesetzgebung und anderen Sachen aktiv zu bleiben. Und wenn wir beispielsweise Abschiebeflüge nehmen oder die Beteiligung an Härtefallkommissionen, wenn es gerade auch beispielsweise bei Abschiebungen um einzelne Fälle geht. Das sind alles ganz unterschiedliche Bereiche, in denen Amnesty-Ehrenamtliche und Amnesty-Hauptamtliche aktiv sind und insofern auch nicht nur Politik in Verantwortung nehmen, dort, wo Dinge passieren, sondern auch immer wieder darauf hinweisen, wo es menschenrechtliche Defizite gibt, sei es bei Gesetzesvorhaben oder auch gerade bei der Umsetzung internationaler Normen. Weil wenn wir über Deutschland sprechen, dann ist es vielleicht nicht der Ort von einer Vielzahl systematischer Menschenrechtsverletzungen. Aber wer auch gerade eine außenpolitische Rolle wahrnehmen will zur Stärkung der Institutionen, der muss sich auch daran messen lassen, wie er auch im Innern internationale Richtlinien umsetzt. Und wenn man beispielsweise sieht, wir haben in den letzten Jahren ja eine Zunahme von rechtsextremistischer Gewalt gesehen und die Notwendigkeit, hier auch Menschen zu schützen, der Staat nur begrenzt nachgekommen ist. Wir haben aber auch gesehen, dass beispielsweise innerhalb der Polizei und der Sicherheitsbehörden es rechtsextremistische Tendenzen gegeben hat, bis hin zu, dass teilweise Täter und Verantwortliche für Gewalttaten und Strukturen aus den Behörden kamen. Und hier sind ganz einfache Dinge wie unabhängige Untersuchungsstellen, Beschwerdestellen, sowohl für extern Betroffene wie auch für Beamte. Das sind Teile eigentlich von internationalen Standards, denen die Bundesrepublik oftmals, denen die nicht genügt. Und auch das ist Teil unserer Arbeit, darauf immer hinzuwirken. Du hast ja einen großen Bogen geschlagen, jetzt von außenpolitischen Themen bis zu innenpolitischen Themen. Gibt es denn in der Aufgabenteilung jetzt zwischen Amnesty International in anderen Ländern, auch in Amnesty International in Deutschland, da eine Regelhaftigkeit, dass man sagen kann, wir bearbeiten dieses und jenes Thema, das aber arbeiten wir zusammen? Also wo genau verläuft da die Trennung in den Kompetenzen, in den Aufgaben? Also grundsätzlich arbeiten Amnesty-Sektionen, beobachten sowohl die menschenrechtliche Situation im Land, das tun wir zusammen mit unseren Ermittlungsexperten und Rechercheuren von internationaler Ebene. Und gleichzeitig sind wir auch das blinde Glied in die deutsche Zivilgesellschaft wie in die deutsche Politik, um sowohl auf lokale Gesetzesvorhaben beispielsweise hinzuwirken, aber gerade dazu auch dann dazu zu führen, dass Deutschland seine internationale Rolle wahrnehmen kann. Und insbesondere im Rahmen der EU-Politik spielt es natürlich eine besondere Rolle, dass wir uns auch mit unseren europäischen KollegInnen vernetzen. Und sei es beim EU-Migrations- und Flüchtlingspakt, sei es aber auch gerade vorhin bei genannten Fragen der digitalen Regulierung, da geht es ja schon darum, dass wir dann gemeinsam an Sektionen im Gespräch mit unseren jeweiligen Regierungen dann auch Vorschläge machen. Kommt es eigentlich vor, dass ihr manchmal besser, dass ihr besser informiert seid auch als die Regierung oder da einen Wissensvorsprung habt und dann sagt, guckt mal hier, was da läuft, weil das ist ja ein weltumspannendes Netz, das ihr habt. Ich glaube, der Beitrag von Zivilgesellschaft und die Organisationen wie unsere ist zum einen kurzfristig durch Kolleginnen vor Ort, die man zuschalten kann, ob es jetzt aus Hongkong ist oder aus einem anderen Teil der Welt, auf jeden Fall ergänzende Informationen zu denen der Bundesregierung, die sie durch Auslandsvertretungen oder Dienste hat, auf jeden Fall zu ergänzen, aber vor allen Dingen auch nochmal andere Perspektiven einzubringen. Und ich hatte es und auch die Stimmen von Zivilgesellschaft vor Ort, von Betroffenen, von Verfolgten, von MenschenrechtsverteidigerInnen dann auch hier
zu Gehör zu bringen. Und das ist eine wichtige Funktion, in der wir uns auch als Mittler verstehen. Und weil Sie vorhin auch gefragt haben, wo wir als Amnesty in Deutschland einfach auch die Funktion haben, eine Brücke zu sein für ausländische Zivilgesellschaft im Ausland, für andere Amnesty-Sektionen, weil Deutschland, und das sieht man immer wieder, auf der internationalen Bühne halt auch einen Unterschied machen kann. Ich habe auch noch einen kurzen persönlichen Blog eingebaut, geboren 1967, Studium Marketing, Organisation, Verkehrswissenschaft. Finde ich ist eine wilde Mischung, war das alles zusammen oder an der Uni Köln? Vielleicht einmal kurz, ich weiß nicht, wir müssen jetzt auch nicht sagen, ob das irgendwie alles zusammen war. Was mich eigentlich mehr interessiert, ist Kommunikation. Was fasziniert dich an Kommunikation? Ja. Also mich haben Zeit meines Lebens Ideen begeistert. Insofern ist das auch vermutlich der Grund, warum ich bei Amnesty bin. Ich glaube, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Idee der Menschenrechte ist eine, wenn man es nur noch mal durchliest, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft, seines Glaubens benachteiligt oder diskriminiert werden. Jeder ist vor Folter zu schützen. Niemand darf versklavt werden. Das sind alles wichtige Dinge, die, glaube ich, wenn man einfach mal in dieses Heftchen reinguckt, in die allgemeine Erklärung, da läuft einem der Schauer im Rücken, weil das ist doch das, was Menschsein ausmacht. Das erlaubt einem Mensch zu sein, dass man seine Menschenrechte hat. Das ist eine Idee. Und gleichzeitig Kommunikation ist Grundlage davon, dass Menschen miteinander auskommen, dass Menschen miteinander leben können, aber dass sich auch Dinge entwickeln. Weil nur wenn wir im Austausch miteinander sind, dann kann daraus Neues entstehen. Und das hat mich, glaube ich, seit jeher beschäftigt und auch die Macht der Kommunikation. Ich glaube, darum geht es auch, Menschen zu erreichen, mit Ideen zu begeistern und dann gemeinsam dafür zu sorgen, dass was passiert. Ob die Verkehrswissenschaften dazu passen, da geht es immerhin auch um Bewegung und Amnesty ist eine Bewegung und wir wollen Dinge bewegen. Insofern passt das ja vielleicht auch nur im abstrakten Sinne. Wenn wir noch eine halbe Stunde mehr hätten, würde ich wahrscheinlich jetzt auch noch gerne über Verkehrswissenschaft reden. So bleiben wir beim Thema. Du hast zwischendurch dann für Kampagnen oder Marketingfirmen auch gearbeitet, bis 2004 zu Amnesty gestoßen. Und dann hast du Kampagnen und Kommunikation als Bereich auch übernommen. Worauf kommt es bei Kampagnen und Kommunikation besonders an? Vielleicht auch im Hinblick auf Menschenrechte. Ich glaube, es kommt zum einen darauf an, dass man etwas, was erstmal eine sehr abstrakte Sache ist, ja, so begeistert ich die Idee der Menschenrechte klingt, aber sie ist ja erstmal für viele Menschen abstrakt. Sie wird dann real, wenn sie sich übersetzt in etwas, was man täglich erlebt, in Freiheit, die man erlebt oder darin, dass man Willkür von anderen erlebt und nicht das ausleben kann. Und insofern war das letzte Jahr, glaube ich, schon ein besonderes, weil unabhängig jetzt von unterschiedlichen Perspektiven wurde selten in Deutschland so viel über Freiheit und Rechte gesprochen. Und auch wenn das manchmal in einem etwas queren Zusammenhang geschah, dann hat die Pandemie und auch das, was weltweit passiert, glaube ich, schon nochmal daran erinnert, dass das, was eine rechtsstaatliche Demokratie an Freiheiten und Menschenrechten gewährt, dass das ein unheimliches Gut ist. Und bei einer Kampagne für die Menschenrechte ist es, glaube ich, immer wichtig, daran zu erinnern und gleichzeitig zu zeigen, dass wenn wir über Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern sprechen, dass es immer darum geht, dass man in dem anderen Menschen auch sich selbst als Mensch erkennt. Und uns geht es darum, dass Menschen sagen können, ich nehme Menschenrechtsverletzungen, die woanders in der Welt passieren, persönlich. Ich habe den Eindruck, das sollten wir nicht geschehen lassen. Und dafür bin ich bereit, was zu tun. Und das tun Hunderttausende Menschen jeden Tag, die sich mit Amnesty oder anderen Organisationen engagieren. Ich bin immer wieder beeindruckt, mit welcher Ausdauer und Engagement viele Menschen bei Amnesty aktiv sind. Und dann auch, und das ist es, Menschenrechte ist ein Marathon, über die Zeit vieles erreichen. Denn die Welt heute, 70 Jahre nach Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, sieht anders aus als 1948. Aber es fordert uns halt. Und wir haben vorhin über Klimakrise und Digitalisierung und Globalisierung gesprochen.
ich glaube, es geht jetzt auch bei diesem Wahlkampf darum, Menschen zu erinnern, dass bei allen Herausforderungen und Befürchtungen dies auch ein Moment ist, in dem man was tun kann. Und wenn wir die Klimakrise als Beispiel nehmen, dann ist doch offensichtlich, dass das Wandel erfordert. Es braucht Transformation. Wir müssen Dinge anders tun. Und dies ist eine Herausforderung für die Menschenrechte, für viele Menschen, so wie die Covid-Pandemie, aber es ist auch eine Chance. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt sagen, wenn wir Dinge verändern, wie haben wir da zentral auch die Folgen für die Menschenrechte im Blick? Wie gelingt es uns, dass wenn wir Klimatransformation sozial gerecht, klimagerecht durchführen, dass wir gleichzeitig darauf achten, dass die Verantwortung von Regierungen, aber auch von Unternehmen dazu führen, dass wir eher menschenrechtliche Verbesserungen haben. Dass wir, wenn wir Akkus für Elektroautos haben, dass sie nicht auf Kinderarbeit aufbauen, sondern dass sie gleich einhergehen damit mit neuen Prozessen, neuen Produkten, neuer wirtschaftlicher Wertschöpfung, die die Menschenrechte einhält. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir haben die Diskussion um das sogenannte Lieferkettengesetz gesehen. Und es ist wichtig, dass wir jetzt auf europäischer Ebene noch was zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten brauchen, was einen Schritt weiter geht. Weil wie kann es sein, dass wir im Anblick einer Covid-Pandemie, die Millionen von Menschen unter schwierigste Lebensbedingungen stürzt, auch Millionen Tote gehabt hat, dass dann eine globale Industrie wie die deutsche sagt, wir können jetzt Unternehmen nicht noch weiter belasten mit so einem Gesetz. Wenn es nur darum geht, dass wir sagen, wir übernehmen Verantwortung. Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln, auch für unser ökonomisches Verhandeln, ob wir Mitarbeiter in einem global agierenden Unternehmen sind oder ob wir das Unternehmen lenken oder ob wir die Bundesregierung oder das Parlament sind, die sagen, mindestens menschenrechtliche Sorgfaltspflichten müssten hier doch eingehalten werden, müssen eingehalten werden. Und auch das ist Teil von der Verantwortung als Land. Seit 2016 bist du dann Generalsekretär. Was, wenn du jetzt einen Blick auch auf die Termine wirfst, die du wahrnimmst als Generalsekretär, was sind da genau deine Aufgaben? Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft so eine Woche, wie läuft so ein Tag bei dir ab? Als Generalsekretär vertrete ich Amnesty International in Deutschland, sowohl nach außen wie aber auch nach innen international in unserer Organisation. Und stehe im Austausch mit ganz unterschiedlichen Anspruchs- und Dialoggruppen, mit denen Amnesty im Austausch ist. Das ist zum einen das Parlament und die Bundesregierung und teilweise auch Landesregierung auf Bundesländerebene. Das sind Botschaften in Deutschland, mit denen wir im Austausch stehen zur Menschenrechtslage in ihrem Land. Es sind im Bundestag die relevanten Ausschüsse. Aber es sind insbesondere auch Partnerorganisationen, die sich für die Menschenrechte in Deutschland einsetzen, mit denen wir im Austausch zu bestimmten Themen sind, wie auch Vertreter von Organisationen im Ausland, Menschenrechtsverteidiger, die wir hier einladen. Und insofern ist mein beruflicher Alltag auch bunt gemischt, neben Medienterminen, neben Terminen im Verein, mit Gruppen, mit Bezirken, an denen man auch öffentliche Veranstaltungen durchführt. Man ist auf Podiumsdiskussionen präsent und gleichzeitig auch bin ich auch Mitglied der Steuerungsgruppe für Menschenrechte im digitalen Zeitalter von Amnesty. Das ist also auch ein Teil meiner Arbeit und insofern ist es sehr vielfältig. Und mir ist immer wichtig, dass ich sowohl dabei auch immer Gelegenheit habe, nicht nur mit Ehrenamtlichen bei Amnesty im Austausch zu sein, sondern auch gerade mit Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen, sei es im Inland, aber auch gerade im Ausland, durch auch Reisen und anders wirklich vor Ort auch einen Eindruck bekomme, nicht nur was passiert, sondern auch wie Lösungen aussehen können und aussehen müssen, damit wir, wenn wir über Gesetzesvorhaben oder internationale Interventionen, beispielsweise im UN-Menschenrechtsrat in Genf sprechen, damit das immer auch eine Verbindung zu dem hat, was vor Ort passiert. Du hast ja schon angesprochen, dass Menschenrechte oder dass einige Staaten auch relativierende Positionen bei Menschenrechten einnehmen. Da werden Menschenrechte als kulturelle Eigenheit des Westens dargestellt, die irgendwie übergestülpt werden. Ist das
ein großes Problem für uns, dass die trotzdem durchzusetzen oder die Allgemeingeltung der Menschenrechte zu behaupten? Ja, das ist eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren zunehmend sehen. Und die sehen wir zum einen in der ganz praktischen Ebene, dass Staaten einfach humanitäres Völkerrecht verletzen, Kriegsverbrechen begehen, sei es Syrien, sei es Jemen, sei es die Annexion der Krim. Alles Beispiele, wo offensichtlich einfach internationales Recht missachtet wird. Und das geht einher mit einer Relativierung der internationalen Ordnung und der Menschenrechte oder dem Versuch, das neu zu definieren. Und beispielsweise durch China, die von den neuen Menschenrechten reden, die Staaten weltweit einladen zu Menschenrechtskonferenzen, die aber eine offensichtliche Abkehr der bestehenden internationalen Ordnung und der bestehenden Menschenrechte sind, sondern eine ganz andere Agenda verfolgen. Und hier ist es wichtig, dass die Bundesregierung und andere Staaten dem entgegentreten, international stärken. Und problematisch ist hier, dass viele Politiker auch hier der Idee der Menschenrechte einen Bärendienst erweisen, indem man von Werten spricht, anstatt von internationaler Ordnung. Oder im Extremfall sogar von westlichen Werten. Ja, und damit natürlich versucht, eigentlich etwas, was internationaler Konsens und Beschlusslage ist, für sich zu bewirken, aber gleichzeitig dann natürlich andere ausgrenzt und eine Steilvorlage ist für alle, die sagen, naja, es sind ja eure Werte, die gelten nicht für uns. Und das wäre ein Rückschritt und deshalb gilt es, dem entgegenzuwirken. Deshalb ist es auch wichtig, immer darauf hinzuweisen, wir reden bei Menschenrechten über Teil der internationalen Ordnung, so wie wir von Menschenrechten reden als Teil des Grundgesetzes und nicht einfach nur als Werte und westliche Werte. Denn die Mädchen, Frauen, Männer, Menschen in Afghanistan, in Myanmar, in Venezuela, all die haben Menschenrechte und die brauchen die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, deren Menschenrechte einzutreten. Und das ist einfach wichtig, diesen Unterschied zu machen. Im Übrigen ist es so, dass es im Umgang mit Akteuren wie China oder auch der Türkei viele Staaten, andere Staaten, auch darauf warten, dass Staaten wie Deutschland und andere wichtige Staaten, die wirtschaftlich, aber auch politisch wichtig sind, dass sie sich nicht nur klar zu Menschenrechten bekennen, sondern dass sie durch ihr eigenes menschenrechtskonformes Handeln auch die Idee der Menschenrechte und die internationale Ordnung stärken. Denn es ist ja offensichtlich, dass mit Akteuren wie China hier eine Stabilisierung der internationalen Ordnung nur gemeinsam möglich ist. Wie sehen die kommenden Wochen bis zur Bundestagswahl aus? Da wird ja sehr viel überlagert sein. Du hast auch gesagt, dass ein großer Bestandteil eurer Arbeit eigentlich auf euch zukommt, wenn die Bundestagswahl vorbei ist. Wenn es darum geht, denke ich auch, diesen roten Faden, den du angesprochen hast, der Menschenrechte in Koalitionsverhandlungen auch zu verankern, dass man einfach sagt, das liegt da zugrunde. Gibt es da eine Planung auf eurer Seite oder seid ihr jetzt erstmal einfach in der Beobachterrolle? Gut, ich glaube, diese Bundestagswahl ist für alle spannend. Wer schon weiß, wie es ausgeht, mag mich gerne anrufen. Aber mich auch bitte. Insofern ist es umso wichtiger, sehr aufmerksam hinzuschauen. Und ich denke, wir werden in den Koalitionsverhandlungen je nach Konstellation dann auch eine hohe Dynamik sehen. Und das ist für uns eine Aufgabe, die wir jetzt im Vorfeld auch schon analysiert haben, was mögliche Szenarien angeht, was in Bezug auf bestimmte Themen. Da geht es natürlich um Themen wie die Institutionalisierung von Stärkung von Menschenrechten innerhalb der Bundesregierung. Da gibt es Ansätze von Parteien wie der Grünen, die ein Gleichstellungsministerium beispielsweise stärken. Da wäre dann so eine Fragestellung, was bedeutet das für die Rolle der Menschenrechtsbeauftragten und wie kann so eine Menschenrechtsfunktion über alle Ressorts auch gestärkt werden. Dann gibt es Positionen anderer Parteien, die zumindest Hinweise darauf geben, dass das da hier zu möglichen Menschenrechtsverletzungen kommen kann. Die hat man besonders im Blick, um dann auch zusammen mit anderen Organen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, beispielsweise im Forum Menschenrechte, dann auch schnell hier aktiv zu werden, sei es, um auf die jeweiligen Parteien zuzugehen, sei es auf die Koalitionspartner, auf die potenziellen Koalitionspartner zuzugehen und sei es auch gegebenenfalls dann auch für Öffentlichkeit zu sorgen, wenn es droht, und das ist ja immer ein Thema in Koalitionsverhandlungen, da wird gehandelt und Menschenrechte sollten nicht verhandelbar sein.
Und wenn dann da wichtige Grundsätze drohen, und unter die Räder der Koalitionsverhandlungen zu kommen, dann ist die Aufgabe auch darauf hinzuweisen, das auch medial zu machen, das öffentlich wahrnehmbar zu machen, Mitglieder und Unterstützer auch zu informieren und zu mobilisieren und hoffentlich zusammen mit anderen Akteuren dann auch darauf hinzuwirken, dass Parteien dann auch standhaft bleiben, wenn sie wichtige Grundsätze, die auch für die Menschenrechte wichtig sind, hier eigentlich vertreten. Da wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Ich habe zwar noch viele Fragen hier stehen, aber weil du ein Kommunikationsprofi bist, hast du tatsächlich sehr viele davon trotzdem beantwortet, obwohl ich sie gar nicht gefragt habe. Herzlichen Dank für deinen Besuch hier im Wahlcamp, Markus. Danke euch. Und das war auch keine Koketterie, stimmt wirklich.